Hallo. Wir sind wieder mit einem neuen Review-Video zusammen. Heute werden wir den faszinierenden Kampfjet Boeing X-32 mit seiner einzigartigen Optik und der Fähigkeit zum senkrechten Start und Landung untersuchen. Bevor wir zum Video kommen, wenn Ihnen solche Inhalte gefallen, können Sie meinen Kanal abonnieren und die Videos liken, um mich zu unterstützen. Los geht's! Boeing X-32 ist ein Kampfjet, der im Rahmen des Joint Strike Fighter, JSF-Programms der Vereinigten Staaten entwickelt wurde. Das JSF-Programm hat zum Ziel, ein vielseitiges Kampfflugzeug zu schaffen, das verschiedene Aufgaben auf einer einzigen Plattform erfüllen kann. X-32 wurde 1996 von Boeing als ein Vorschlag für das JSF-Programm präsentiert und konkurrierte mit dem anderen Teilnehmer, dem Lockheed Martin F-35 Lightning II. Letztendlich wurde jedoch der F-35 als das siegreiche Design für das JSF-Programm ausgewählt und wird weiterhin produziert. Die bemerkenswerteste Eigenschaft des X-32 ist seine Fähigkeit zum senkrechten Start und Landung. Diese Fähigkeit ermöglicht es ihm, mit einer begrenzten Fahrwerkkonfiguration kurze und langsame Landungen und Starts durchzuführen. Dadurch kann er in kleineren und begrenzteren Bereichen operieren. Das Design des X-32 besteht aus einem Deltaflügel und einem ungewöhnlich aussehenden Cockpit. Die Hauptflügel vereinen sich mit den horizontalen Stabilisatoren und erstrecken sich nach hinten. Die Triebwerke sind am hinteren Teil des Flugzeugs platziert. Der X-32 wurde für den Einsatz in bodengestützter Luftverteidigung, Aufklärung, Nahunterstützung und auf Flugzeugträgern konzipiert. Er verfügt über ein modulares Design, das verschiedene Konfigurationen für den Einsatz ermöglicht. Der X-32 wird als eine bedeutende Phase im JSF-Programm angesehen und unterzog sich während der Entwicklungsphase zahlreichen Tests und Bewertungen. Letztendlich wurde aufgrund der Auswahl des F-35-Designs für das JSF-Programm die Serienproduktion des X-32 nicht realisiert. Boeing X-32 ist ein interessanter Kampfjet mit einem einzigartigen Design und der Fähigkeit zum senkrechten Start und Landung. Allerdings wurde seine Entwicklung aufgrund der Präferenz für das F-35-Design im JSF-Programm gestoppt und es wurde keine Serienproduktion durchgeführt. X-32 übernimmt das Design eines Flugzeugs mit einem Deltaflügel. Die Hauptflügel sind mit horizontalen Stabilisatoren verbunden und erstrecken sich nach hinten. Dieses Design ist optimiert, um aerodynamische Leistung und Wendigkeit zu gewährleisten. Fähigkeit zur senkrechten Start und Landung, eine der bemerkenswertesten Eigenschaften der X-32 ist ihre Fähigkeit, mit begrenztem Fahrwerk senkrechte Start- und Landemanöver durchzuführen. Diese Funktion ermöglicht den Betrieb von kleineren und begrenzten Räumen aus. Waffenlast: Die X-32 kann eine modulare Waffenlast tragen, die für verschiedene Missionen angepasst werden kann. Sie ist für den Einsatz in bodengestützter Luftverteidigung, Aufklärung, Nahunterstützung und Marinebasis konzipiert. Sie kann verschiedene Waffensysteme mit unterschiedlichen Konfigurationen von Waffenlasten tragen. Cockpit und Avioniksysteme: Das Cockpit der X-32 ist mit modernen Avioniksystemen ausgestattet. Es verfügt über ein fortschrittliches Instrumentenpanel, Flugcomputer und andere Avioniksysteme für den Piloten. Diese Systeme ermöglichen es dem Piloten, Flugdaten und Missionsinformationen effektiv zu verwalten. Spannweite: X-32 A 10,97 Meter. Höhe: 4,6 Meter. Maximales Abfluggewicht: X-32A B 22,680 Kilogramm. Maximale Geschwindigkeit: 1500 km/h. Maximale Reichweite: X-32A 1575 Kilometer. Waffen: 20 mm M61 A2 Rotationskanone. AIM 9 Sidewinder. AIM 120C am Rahmen. Gemeinsame Direktschlagmunition. Trotzdem steckt in der Geschichte des X-32 viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint.
In einem kürzlich durchgeführten Interview erklärt uns der leitende Testpilot des X-32-Programms, warum es dem X-35 unterlegen war. Dieser Pilot ist der ehemalige Marineflieger Commander Philipp Yates, ein pensionierter Flugzeugträger-Testpilot für bodenbasierte Waffen beim Test- und Bewertungsgeschwader 23, VX-23. Während seiner Zeit bei VX-23 erhielt Yates einen Anruf, der ihn fragte, ob er einer der ersten Piloten sein wollte, die entweder die X-32 oder die X-35 im Rahmen des JSF-Wettbewerbs fliegen würden. In einem Interview mit der PBS-Dokumentarserie Nova im Jahr 2003 sagte Yates, dass die Möglichkeit, den X-32 zu testen, der Höhepunkt seiner Karriere als Testpilot war. Yates sagte, Träume werden wahr. Sie können all diese abgedroschenen Ausdrücke verwenden. Die meisten meiner Kollegen und Zeitgenossen waren wahrscheinlich sehr neidisch darauf, was ich mit dem X-32 erreichen konnte. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, außer dass es das wichtigste Ereignis meiner Karriere war. Yates arbeitete zunächst mit einem einzigen Team von Testpiloten und Ingenieuren zusammen, die beide Kampfflugzeuge entwickelten. Ein Jahr vor den tatsächlichen Erstflugtests wurde Yates dem X-32-Programm zugeteilt, und zu diesem Zeitpunkt wurde die Kommunikation zwischen dem X-32 und X-35-Team untersagt. Nur Yates und sein Luftwaffenkollege, Oberstleutnant Paul Smith, der das X-35-Programm leitete, dürften miteinander kommunizieren. Yates erklärte, dass einer der Gründe für die getrennten Testprogramme darin lag, dass das Programmbüro nicht wollte, dass Testpiloten von jedem Flugzeugbericht an den Kongress erstatteten. Yates sagte, sie waren nur Schausteller. Jeder Auftragnehmer würde sein eigenes Flugtestprogramm entwickeln wollen, das über die Anforderungen hinausgeht, und die Auswertung würde mit den Angeboten im Programmbüro durchgeführt werden. Die Daten aus den Flugtests sollten nicht darüber Aufschluss geben, wer schneller fliegen, wer besser fliegen, wer länger in der Luft bleiben, wer dem Flugzeugträger am nächsten kommen kann oder ähnliches konnte. Vielen Dank, dass Sie das Video bis zum Ende geschaut haben. Bis zum nächsten Review-Video. Auf Wiedersehen.